Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, es sind nur noch 2 Monate bis Weihnachten. Was, echt? Ja, und man weiß ja nun gar nicht, wie man das Fest bei der Energiekrise angehen soll. Ich schätze mal, dass 2/3 der Leute auf Lichterketten im Baum verzichten und stattdessen wieder echte Kerzen nehmen. Heißt im Umkehrschluss, dass jedes zweite Wohnhaus in Deutschland wegen Brandschaden unbewohnbar wird. Das kann's ja nun auch nicht sein. Und ich meine, so eine Gans braucht ja auch so bummelig 3 Stunden im Ofen. Was das kostet. Obwohl, vielleicht kann man die ja auch in der heißen Asche der ausgebrannten... Ach nee, vergiss es. Sorry, doch keine so gute Idee. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich besuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Ach, und bitte google mal unter den Stichworten Weihnachtsgans, Bunsenbrenner, Lagerfeuer und kalter Hund. Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Sorry. Guten Morgen, Robert. In 2 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Guten Morgen, Frau Expositionsin. Also, wenn das Ihr einziges Problem ist... Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber was gibt's denn bei Habecks zu Hause, wenn man wegen der Energiepreise nichts mehr warm machen darf? Das dürfen Sie ja. Wenn Sie einen Energiepreisdeckel verwenden, also beim Kochen. Aber wir essen auch kalt. Sushi. Oh, gute Idee, Robert. Ja, und sparen dadurch sogar doppelt. Doppelt? Wie das denn? Naja, danach kommt das Aquarium weg. Sind ja keine Fische mehr drin, nicht? Das wiederum bedeutet, keine Beleuchtung, keine Heizung und kein Filter. Wieder was gespart. Ach, und was sagen die Kinder dazu? Zu Sushi? Lecker. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.